Herzlich willkommen zu diesem Beispiel zu Exponentialfunktionen. Gegeben sind vier Graphen von Exponentialfunktionen und wir sollen jeweils die richtige Halbwertszeit hier aus diesen Werten von a bis f zuordnen. Die Halbwertszeit ist nochmals jene Zeit, nach der die Anfangsmenge auf die Hälfte abgesunken ist. Das heißt, wir müssen uns bei jedem dieser Zusammenhänge immer ansehen, wie viel haben wir zu Beginn vorhanden, um dann herauszufinden, nach welcher Zeit haben wir die Hälfte davon. Beginnen wir beim ersten Graphen. Wir beginnen bei einem Anfangswert von 8. Das heißt, wir interessieren uns dafür, wann sind nur noch 4 vorhanden. Und wir suchen die entsprechende Zeit dafür. Wir gehen also auf die Zeitachse nach unten und finden die Halbwertszeit mit 5 Tagen. Das heißt, unser richtiger Lösungsbuchstabe wäre hier Dora 5. Genauso verfahren wir jetzt bei den weiteren Graphen. Wir müssen immer nur darauf achten, welche Anfangsmenge haben wir. Wir haben hier die Anfangsmenge 1, das heißt, wir suchen nach der Zeit, nach der noch 0,5 vorhanden sind. Wir gehen wieder rüber zum Graphen und landen hier nun bei dem Wert 10. Das heißt, bei diesem Zusammenhang haben wir die Halbwertszeit 10. Das wäre der Lösungsbuchstabe E. Schauen wir zum nächsten Graphen. Wir haben einen Ausgangswert von 60. Das heißt, nach einer Halbwertszeit sollten noch 30 vorhanden sein. Wir gehen wieder rüber zum Graphen und sehen nach, bei welcher Zeit landen wir. In dem Fall wäre das eine Halbwertszeit von 3 Tagen oder Lösungsbuchstabe in dem Fall C. Probieren wir das nun beim letzten Graphen. So gelingt uns das nicht einmal, vom Wert von 200 auf den Wert 100 zu gelangen. Wir bleiben überall unterhalb des Graphen und schaffen es nicht, diesen hier irgendwo zu schneiden. Das heißt, diese Halbwertszeit wird erst danach erreicht werden. Das heißt, in dem Fall richtiger Lösungsbuchstabe wäre hier F. Wir haben eine Halbwertszeit von eben mehr als 10 Tagen. Und damit haben wir dieses Beispiel richtig gelöst.